Beethoven hätte heute bestimmt einen Behindertenausweis, denn im Gesetz heißt es: Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Und bei Beethoven trifft das ja wohl zu. Mit 28 Jahren fängt es bei ihm an, dass er nicht mehr gut hört. Mit 31 nimmt er kaum noch hohe Töne wahr. Er kann Sprache nicht mehr so gut verstehen. Außerdem hat er einen fiesen Tinnitus. Auf Lautes reagiert er überempfindlich. Und dann kommen auch noch diese verzerrten Töne hinzu. Mit 32 schreibt Beethoven sein Testament. Darin bittet er seinen Arzt, seine Krankheit zu untersuchen, sobald er gestorben ist. Testament und Krankenakte sind schon ziemlich drastisch. Beethoven hat gelitten, keine Frage, vor allem aber unter der sozialen Isolation. Denn wie viele Behinderte heute noch, wurde auch er sozial geächtet, diskriminiert. Nur, Beethoven wurde zu einem Genie. Mit, trotz, wegen, nennen Sie es wie Sie wollen, seiner Behinderung. Als er tot war, schrieb er nämlich solche Musik.